einen herausragend schönen guten Morgen in die Runde. Ich hatte eine gewöhnungsbedürftige Nacht. Da ist eigentlich ordentlich was los am Wegesrand, hätte ich gar nicht gedacht. Die Frühschicht ist rechtzeitig auf dem Rad unterwegs, wahrscheinlich Richtung Königssee. Und das machen wir jetzt auch. Wir gucken einmal rein im Königssee. Alles in allem werden wir nicht so lange da bleiben, weil wir dürfen nicht zelten. Ist okay, verstehe ich. Wir dürfen keine Drohne steigen lassen. Ist okay, verstehe ich. Wir dürfen den Hund nur an der Leine führen. Ist okay, verstehe ich. Habe eh keinen Hund. Und dann dürfen wir, und da hört es bei mir auf, wir dürfen keine Pflanzen pflücken. Und da muss ich dann los. Und trotzdem gucken wir uns diesen wunderschönen Ort an, lassen uns einmal ein paar Minuten faszinieren. Ich versuche das zu transportieren und danach werden wir weiter marschieren. Ein kurzer Rap hier am frühen Morgen. Genau, weiter Richtung Asien. Das ist kurz erzählt, die Geschichte eigentlich, ne? Ja, auf dem Weg nach Asien wird noch einiges passieren. Guten Morgen. Moin. Morgen. Morgen. Hallo, morgen. 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 Jetzt hab ich, sag's ja. Die eine Frau hat mich gerade gefragt, ob ich gut geschlafen habe. Nein, habe ich nicht. So, wir sind wieder auf dem Weg. Wir rollen wieder, Freunde. Wir machen richtig Meter. Besorg dir schnell ein Ticket. Wenn der Zug einmal rollt, dann kannst du nicht aufhalten. Kannst du nicht aufhalten. Nichts kann uns aufhalten. Ja, genau. 0% Steigung steht auf dem Navi. Steuer auch zu. Ich brauche Wasser. Unfassbar. Was ist zu? Edeka. Müssen wir weiterschauen. Aber Wasser kriegen wir irgendwo. Wenn nicht, dann fragen wir. Klingeln wir. Haben Sie ein bisschen Wasser für mich? Ja, freilich. Fahrradladen hat auch zu. Warte mal. Alter, ich glaube, wir haben Sonntag. Alter, wir haben Sonntag. Geil, ey. Ja. Gut. Freunde, wir machen wieder ordentlich Strecke. Fahren mit 5 km/h durch den Wald. Und überlegen, ob wir dieses Wasser da trinken können. Sieht sehr, sehr gut aus. Wir haben einen Wasserfilter dabei. Aber eigentlich, wenn es aus den Bergen kommt, Quellwasser. Ja, lecco mio, da steht ein Schild Quellwasser. Ja, hier gehen wir rein. Station 4. Station 4, gibt es hier mehrere Stationen? Ach, Station 4, Quellwasser. Theisendorfer Bierwanderung. Das hier ist ein Bierwanderweg. Ein Hoch auf die Spaßgesellschaft. Genau. Und da Biernummer zum Großteil aus Wasser besteht, Station 4, Wasser. Station 5 ist eventuell der Hopfen. Hier machen wir, hier tanken wir auf. Achso,
Wollt ihr auch mal sehen? Hier ist das Schild. Da. Quellwasser. Und da oben fließt es. Hä? Boah, schön. Ich habe ein stinklangweiliges Wasservideo gemacht. Kannst du angucken. Ja. Da verpasst du aber nichts. Das ist richtig stark. Und Quellwasser ist ganz weit vorne. Dann nehmen wir mal. Das müsste ja dann richtig kalt sein. Ja, Wasser in den Bergen. Natürlich, aber müsste schon wehtun. Ja, 10% Akku. Ja, wir laden auf. Boah. Ah. Habe ich mir kälter vorgestellt. Es geht gerade. Ja, schön. Ja, da gehen wir ran. Da steigen wir auf jeden Fall mit ein. Boah, hier ist kalt. Hier ist richtig kalt. Ja, so haben wir es vorgestellt. Gut. Ja, wir laden auf. Jackpot. Hunde freuen sich, wenn man zurückbellt. Das ist wie Spielen für die. Ja, aber Frauchen hat mich wieder merkwürdig angeguckt. Ja. Ich bin übelst schnell. Übel, wirklich. Keiner überholt mich. Hallo. Außer die eine. Oh, hallo. Ja, zwei, drei ab und zu. Gut, mehr aber nicht. Oh. Hallo. Moin. Moin. Hallo, Alter. Ich lasse euch mal ganz kurz vor. Wir sehen uns gleich am Anstieg. Hallo? Das ganze Dorf ist da. Tachchen. Also wie gesagt, kaum einer schafft es, mich zu überholen. Ist nahezu unmöglich. Ja. Hallo. Was ist los? Kommen da noch welche? Als Freundin. Eine noch? Mehr lasse ich auch nicht vor. Ah. Hä? Was sagst du? Du kannst auch noch vor, wenn du willst. Ich bin der Letzte. Und dann gebe ich wieder Gas. Ja, mach ich. Schöne Fahrt. Danke. Freundlich. Das ist halt lustig. Jetzt dürfen wir uns nicht mehr so oft ablenken lassen. Sonst haben wir wieder ein Tageslichtproblem. Das könnt ihr euch auch mal gönnen. Machen wir. Circa 4 bis 5 Tagen fahren wir da durch. Mit dem Rad und 40 Kilo Gepäck und einer gehörigen Portion Motivation. Ich freue mich riesig. Spontan anstand. Ah, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Wie viel Tag ist er? Der 6. Ah, ich kann mich kaum halten vor Freude. Ah, damit habt ihr jetzt nicht gerechnet.
Ja, war dann doch schlecht. Ich konnte mich aber kurz halten. Ja. Ist das schön hier. Ha? Ich habe einen kurzen Stopp gemacht, ausnahmsweise. Wir kommen gut vorwärts. Ich möchte jetzt hier einmal durchlaufen, ne? Genau, ist wahrscheinlich sehr lehmhaltig, vermute ich, sieht auf jeden Fall so aus. Im Moment geht's aber, eher Sand. Genau, ich möchte da rüberlaufen, weil da wächst eine Pflanze. Und ich glaube nicht, dass es ein Brunnen, Chris, ist. Ich glaube, es ist der Bach-Ehrenpreis, aber beides lohnt sich hinzulaufen in so einem Gewässer und dann zu essen. Genau, hau ich mir rein. Ihr wisst aus meinem Ehrenpreis-Video, enthält Orkubin. Jede Art von Ehrenpreis. Wirkt antibiotisch. Wenn es Bodenkresse ist, was ich nicht glaube, ich komme dem Ganzen ja immer näher. Wenn es Bodenkresse ist, Senföle. Wie Meerrettich zum Beispiel. Kennen wir ja. Und die wirken antibiotisch. Und ich glaube, ich bin nie krank, weil ich die Pflanzen esse. Ja. Oh, wir sickern hier. Ja, richtig ein. Schön. Habt ihr mein Mädesüß-Video gesehen? Da haben wir auch so was gemacht. Durch den Bach gelaufen. Also mal richtig tief eingesagt, ist Ehrenpreis. Ist Ehrenpreis. Ich bin da, ich bin Erster und dann bekomme ich auch den Ehrenpreis. Und davon. Ui. Oh, da wohnt, glaube ich, jemand. Und davon gönne ich mir jetzt auf jeden Fall was. Ich probiere erstmal. Boah. Boah. Ein Knaller, kann jeder Salat einpacken. Guckt euch das mal an. Alles voll. Ja. Da können wir ernten. Da können wir essen. Gut. Nun sind wir bereit für die beiden Anstiege, die jetzt kommen. Wahnsinn. Müsst ihr euch gönnen. Ehrenpreis. Der Wahnsinn. Und wie immer, 100 Gramm, 0 Euro. Nur solange der Vorrat reicht. Aber ich glaube, wir kommen eine Weile aus. Wie immer. Wir fahren weiter. Bevor wir jetzt gleich in die Dunkelheit hineinfahren, so sieht es tatsächlich aus, möchte ich euch einen Knaller der Phytotherapie vorstellen. Wirklich, nach 9 Monaten Arbeit. Ein bisschen Stolz kann ich nicht verbergen. Stelle ich euch nun vor. Festhalten, anschnallen, Schutzbrille aufziehen. Thymus Superfood Ferment. Enthalten Superfoods, also Pflanzen, die in Studien gezeigt haben, dass sie super sind. So sieht's aus. Das Wichtigste aber, fermentiert, bedeutet hier enthalten Mikroorganismen, und zwar 33 verschiedene, die deinen Darm besiedeln und für Gesundheit sorgen. Jede, tatsächlich jede Krankheit, auch Autoimmunkrankheiten, können ihren Ursprung im Darm haben. Und ich empfehle euch tatsächlich, da mal genauer hinzuschauen und regelmäßig fermentierte Lebensmittel zu konsumieren. Wenn du dir nicht regelmäßig ein Sauerkraut fermentierst, was ich verstehen kann, ein Shot vor deiner ersten Mahlzeit. Und es ist ein Endgegner. Ashwagandha. Ashwagandha, wir wissen, es gibt 4-stellig Studien, die zeigen, dass Ashwagandha den Cortisolspiegel senkt. Also adaptogen wirkt gegen Stress. Die gesündeste Pflanze der Welt. Die Brennnessel. Hier enthalten meine Lieblingspflanze, der Wahnsinn. Wir haben Maca-Pulver, wir haben Boxhornklee, gut für Haare, gut für Haut. Wir haben Chili-Pulver, wir haben Vitalpilze. Hier enthalten natürlich Reishi, Cordyceps, der Wahnsinn. Diese Formulierung von Pflanzen hat den Namen Superfood verdient. Also ich kann mich kaum halten vor Freude und möchte 3 davon hier in diesem Video verschenken. Und ich verlinke unverbindlich unter dem Video und würde mich über Feedback freuen. Ich verschenke 3, dafür schreibst du in die Kommentare. Ist ja super. Da würde ich mich freuen. Timo Schildmeister für mich, ja! Hol's dir! Also, ich freue mich, euch an dieser Stelle, ich werde den Tag nie vergessen, es ist ein Traum für mich, pflanzliche Extrakte, Produkte herzustellen, die tatsächlich mit unserem Körper interagieren und uns gesund bleiben lassen, gesund werden lassen. Ganz genau. Sei gut zu dir. Tu dir Gutes, tu dir Gutes. Viel Spaß damit. Ist für uns. Ja, auf uns. Momentchen. Drei bis fünfmal die Woche ändert alles. Der nächste Anstieg beginnt jetzt. Was für eine Überraschung. Oh.
Boah. Heftigster Anstieg des Tages mit 2 Kilometer, Durchschnitt so 8%. Aber die Dinger, die sich da anziehen, wir müssen eine kurze Pause machen. Also ich brauche keine Pause, aber das Fahrrad ist langsam kaputt. Einfach weiter. Nach dem Anstieg suchen wir uns ein gemütliches Plätzchen zum Schlafen. Yes, weiter. Es geht nur noch bergauf. Es geht nur noch bergauf. The only way is her. Das ist so heftig. 11%. 11%. Boah. Ich sag euch ganz ehrlich. Absteigen. Also ich kann noch, aber das Fahrrad ist am Ende. Das Fahrrad braucht eine Pause. Ja. Also, kurz ausspannen. Es geht hier seit, ich weiß nicht, ich fahre seit 1,5 Stunden hoch. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, moin. Ja, hallo. Moin. Eine ganze Weile so. Halt, geht so nicht weiter. Wir müssen Gewicht verlieren. Wir müssen irgendwas zurücklassen. Jetzt denkt sich der eine oder andere, jetzt legst du das Gewicht wieder zu. Aber war ja vorher schon am Fahrrad dran. Genau. Hallo. Geht nicht mehr rein. Sehr gut. Aua! Spitzer Stein. Wir sind oben. Aua. Mücke. Jetzt. Ja. Ich zeig euch kurz, wo wir sind. Was das für eine Rampe war. Oh, wow. Ah, hier. Warte. Da. Die Rampe sind wir hochgefahren. Boah. Danke, Fahrrad, ehrlich. Wahnsinn. Wirklich. Ganz, ganz stark. Ich bin ein bisschen berührt. Das war das steilste Stück erstmal der Tour und dann das nächste steile Stück ist die Adria runter. Da kommt auch ein richtiger Brocken auf uns zu. Ja, vor Freude kotzen. Guck mal da oben. Ja, ich erfülle mir hier gerade einen Traum. Tatsächlich habe ich in den letzten Jahren oft gemacht. Ich habe mir viele schöne Orte angeguckt, wo ich immer mal hin wollte. Aber dieses langsame Reisen Richtung Zentralmassiv, wie der Fachmann sagt, ist richtig stark. Und überall Springkraut. Der Kollege ist immer dabei. Ja. Jetzt fahren wir weiter. Jetzt gibt es eine riesen Abfahrt. Und am Fuß der Abfahrt nehmen wir uns eine Hütte. Also ein Zelt. Bauen wir auf. Hab ich dabei. Bis daher. Ich glaube, wir waren noch nicht ganz oben. Jetzt zu früh gefragt. Und das hier sind 15% und ich bin so langsam, dass die Mücken mich. Ich stinke ja auch wie so. Wenn ich eine Mücke wäre, würde ich das auch so machen. Wir müssen auch wissen. Wir müssen mal gucken, wo die bleiben. Die Mücken. Jetzt sind wir oben.
Berchtesgaden geflogen. Ich hätte euch gerne Berchtesgaden gezeigt. Aber es ging so schnell. Ortsschild, hallo, willkommen in Berchtesgaden. Und dann gingst du noch runter und dann stand da Tschüss. Ja. Genau. Ich bin jetzt hier in der Nähe von der Kirche. Ich versuche jetzt hier irgendwo zum Schlafen zu finden. Da stehen noch ein paar Autos. Wird nicht so einfach. Wir sind nicht mehr weit entfernt vom Königssee, aber das können wir jetzt nicht machen. Dann kommen wir da nicht weg und im Naturschutzgebiet, beziehungsweise Nationalpark, schlafe ich nicht. Da jagen die mich mit der Fackel aus dem Dorf. So, und jetzt bin ich auf der Suche nach einem Schlafplatz. Das könnte Berchtesgaden sein. Ich höre den Donner. Ich stehe hier an der Kirche. Na? Ich habe mir so einen kleinen Plan gemacht, wenn nichts mehr geht, dann in der Nähe der Kirche zu schlafen. Weil die werden dich schon nicht verjagen. Hier wird eh gebaut. Genau, hier. Ja. Können wir einfach mal reingehen, als ob das uns gehört. Wie ist die Kameraperspektive, wenn ihr auf meinen Schultern seid? Gut, ne? Ja, ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir auf komplett entspannt, ich hab da was gesehen, und da kommt auch abends jetzt eh keiner mehr vorbei. Und morgen früh bin ich komplett startklar. Da können wir die Socken scharf machen. Dann fahren wir runter nochmal, ein ganzes Stück. Ich bin hier gerade wieder einen Berg rauf gehechelt und dann kaufe ich mir einen wärmeren Pulli, wenn es jetzt in die Berge geht. Genau. Ich habe gesehen, die Blätter fallen und das ist ein gutes Anzeichen für der Herbst ist da. Ja. Achso. Da. Ist abgesperrt. Sehe ich. Im VIP-Bereich. Da werde ich mich dahin parken. Schön. Hört natürlich die Straße hier. Ich versuche mich so ein bisschen. Da wieder zwei Bänke am Start. Das ist ja recht ruhig hier. Ja, würde ich machen. Ich habe jetzt eh keinen. Also viele Optionen habe ich jetzt nicht. Nee. Ehemaliger Gartenpavillon des früheren Fürst Pröbstlichen Schlosses Lustheim. Da hört sich nach einer Sause an. Ich habe ein gutes Gefühl. Ja. Genau. Ein Blitz ist auf dem Berg. Da bleibe ich hier. Jetzt habe ich sogar jemanden gefragt hier von der Verwaltung, ob ich hier bleiben kann. Kein Problem, kein Problem. Also mache ich mir jetzt hier noch die Nudeln. Ich weiß nicht, ob man das noch sieht. Genau. Linsennudeln, Pesto, was trinken, schlafen. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns morgen früh. Ihr allergalaktischen.